So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Pioneers of Begonia. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben das neue Level erreicht. Ihr könnt mir übrigens auch da oben, ich kann noch mal gucken, gibt es irgendwelche gute, haben wir beide Informationen, entdeckte Gebiete, eingenommene Gebiete. Bevölkerung gibt es auch nicht mehr. Was ist das? Neugeborene pro Minute, durchschnittliche Qualität der Genussmahlzeiten, Anzahl freier Wohnplätze. Träger. Okay. Ja, ich suche mir einfach die wichtigsten raus. Was ist das? Hungrige Minenarbeiter und durchschnittliche Qualität. Ja, das ist, glaube ich, das sind die wichtigsten Informationen hier. Was war die mit der Händler? Okay. Einfach dazu packen, weil wir Platz haben. Reichtum, Kampfstärke, finde ich schon wichtig. Die sind gerade wichtig, später vermutlich weniger. So, und unsere Freunde sind jetzt hier auch aktiv. Sehr schön, dann könnt ihr ja auch gleich unser Land erweitern. Silbervorkommen entdeckt. Okay, das ist ein großes Gebirge hier, sehr schön. Könnt ihr mir ganz kurz hier ein bisschen was einnehmen, weil dann könnten wir uns hier um Stein kümmern. So, der Proviantmacher ist aktiv für unseren Entdeckerposten, das ist mir recht. Das braucht noch kurz. Und ihr legt dann bitte direkt hier los, gell? Oder legt mir hier los. Okay. Na, es gefällt mir alles gut. Ist ein schöner Start, würde ich sagen. Entdeckerposten, zwei Wachtürme. Damit sind unsere Soldaten erstmal aufgebraucht. Hier, der Steinbruch wäre das nächste. Den hätte ich gern hier hin. Möglichst, ja, genau. So, der Steinbruch, den brauchen wir dringend. Dann brauchen wir natürlich jemanden, der den Stein auch verarbeitet. Das wird unser wunderbarer... Oh, der passt mir eigentlich hier drüben fast besser hin. Direkt an die Küste. Okay, wir haben beides. Wir haben Kalkstein und normalen Stein. Ja, ist ja recht. Wo sind nochmal die Fische? Okay... Steinmühle passt halt hier auch so schön hin, gell, an die Küste. Aber gut, wir könnten sie auch easy hier hinbauen. Würde eigentlich niemanden stören. Jetzt machen wir erstmal noch ein großes Lager. Hier will ich alles einlagern, was mit Stein zu tun hat, Freunde. Dann Fisch. Und dann haben wir noch einen frei. Ah ja. Dann haben wir noch einen frei. Ah ja. Ja, gibt halt nichts. Gott, können die kurz die Fresse halten? Ich kann mich da nicht konzentrieren, wenn die durchgehend am Brabbeln sind. Mit ihrem da. Ich könnte aus Prinzip... Na, aber dann glaube ich eher Rationen. Ich find's... Dann aus Prinzip Wasser. Scheiß drauf. Nee, weil Rationen will ich nicht überlagern. Okay, die legen auch schon fleißig los hier. Spinnst du?
Wo wanderst denn du hin? Beiß dich mal hier die Mitte durch, okay? So. Proviantmacher steht. Holzfäller steht. Die sind auch schon... Nee, das nicht. Die sind auch schon fleißig am Ackern. Priorisiert mir mal bitte wieder das Lager, damit es safe steht. Gut, dann bauen wir daneben die Steinmühle hin, Freunde. Hier hin. Und dann baut ihr mir hier den Fischer hin, okay? So, dann haben wir zumindest eine grundsätzliche Versorgung, was Fisch auch angeht. Wir stehen hier gut da. Die Camps, die kommen noch. Ist hier irgendwas, was wird? Sammlerhütte. Hier hinten haben wir noch... Oh, da geht's nicht weit. Da kommt gleich so ein hässlicher Dümpel. Fokust euch mal bitte hier so ein bisschen drauf. Ich will den Wald hier wegbekommen. Kalkstein und Kupferfolge. Okay, hier haben wir so ein kleines... Oh, ich bin gespannt. Es wird wieder tricky. Es wird wieder tricky auf seine ganz eigene Art. Aber wir werden es meistern. Wir werden es meistern, Freunde. Also was ich machen kann, ist jetzt schon mal eine Schneiderei zu bauen, weil wir halt wahrscheinlich, ja, Leder lagern, genau, genau, that's the point. Wir haben die Grenze zu einem pagonischen Dorf entdeckt. Das ging schnell. Hack mir mal bitte die Gegend... Okay, das ist da drüben. Da müssen wir durch dieses Gebirge durch. Kannst du erstmal hier anfangen, mein Freund? Entdecke die Siedlung dieser Fraktion bis zum Handelszentrum. Okay, das kriegen wir hin. Also es ist eine... Ich glaube, es ist ein bisschen eine kompliziertere Karte als sonst. Also Feuerholz sehe ich gerade gar nicht, warum ich das wissen müsste. Das wäre mir wichtiger. Das ist in Ordnung. Das passt. Passt auch. Ja, das sind die wertvollsten Sachen. Wasser brauche ich keine Info. Eher Seil. Das ist mir irgendwie so ein bisschen egal. Ich glaube, ich würde hier daneben gern dann noch eine Sammlerhütte bauen, weil hier oben dann doch einige Himbeeren sind, die wir uns gönnen können. Aber jetzt lassen wir sie hier erstmal fertig machen. Damit wir hier genüsslich loslegen können. So, der Wald hier wird schön, oh, das gefällt mir gut. Schöner Mix aus Nadel und Laubbaum. Zumindest an Fleisch fehlt es uns so gar nicht. Aber überhaupt nicht. Das ist sehr nice. Der erste Wald gibt reichlich an Fleisch. Ihr sollt mir nicht das hier entdecken, Freunde. Ihr sollt da hochgehen. Ihr habt doch Unmengen an Proviant. Marschiert doch los. Macht mich glücklich. Du nimmst... Neue Idee. Hier stapeln wir Rucksäcke.
Okay, Eisenvorkommen ist auf der anderen Seite. Spannend. Jetzt rastet nicht komplett aus, Freunde. Es sind Wildschweine. Die reißen euch ja nicht gleich in Stücke. Nur vielleicht. Die haben viel mehr Angst vor euch, wie ihr vor euch. Wer kennt's nicht? Will ich das so bauen? Ja, why not? Können wir dahinter so einen richtig schönen geraden Weg bauen, ne? So einen richtig schönen geraden Weg, Freunde. So. Sehr akkurat. Okay, gut. Nehmt mir mal bitte das Gebiet hier bis hier oben hin ein, okay? Hier so hin. So. Ihr, Freunde, arbeitet euch mal bitte hier rüber. Geil. Kann ich ja gar nichts erkennen, weil das alles so schief ist hier. So. Dann kann die Straße hier weitergehen, ist doch schön. Oh, das Lagerhaus steht, sehr geil. Fischerhütte steht auch. Okay. Okay, nice. Nice. Camps brauchen wir noch keine. Ach, die Sammlerhütte wollte ich hier hinbauen, ja. Sobald wir hier mehr Platz haben. Und dann könnten wir so langsam mit den ersten Wohnhäusern beginnen. Kannst du mal ganz kurz so ein bisschen die Nadelbalkenproduktion so ein bisschen reduzieren? Weil wir speziell... Ah, nee. Schmarrn, sorry. Ich hab Scheiße gelabert. Wie so oft. So, Freiheit für die Wiese. Gildenhaus, oder? Gildenhaus ist doch eigentlich relativ wichtig. Wie scheiße ist das denn? Gibt es noch ein kleines Gebäude, was irgendwie wichtig wäre, was ich dahin ballern könnte? Why not? Da oben gibt's Flachs, aber da glaube ich, würde ich dann eh nochmal eine eigene Sammlerhütte nehmen. Ja, komm, dann hier. Und du kriegst sogar noch so ein kleines Lager daneben, so exklusiv für dich, für deine Himbeeren. Eisenvorkommen entdeckt, Kalkstein entdeckt, alles großartig. Hier ist ganz viel Eisenerz hier drüben. Okay. So. Gut, du hast jetzt hier einmal schön dick angepflanzt, mein Lieber. Dann würde ich jetzt sagen, dass du dich ein bisschen mehr auf Nadelholz fokussierst, weil uns ist ja das letzte Mal aufgefallen, dass gerade Nadelholzbalken wichtig werden. Wahrscheinlich besonders bei der Produktion von Gebäuden. Scheiße, ich hab was verkackt. Nein, ich hab jetzt schon was verkackt. Wie ist das denn möglich? Oh, wie ist das denn möglich, dass dieser Odin gleich am Anfang in die Tonic... Einfach nur nee.
Boah, will ich die hier haben? Da dauert es halt noch Jahre, gell? Oh, was für ein Oberfail jetzt schon wieder. Und ich dachte, cool, ich leg direkt hier los. Boah, der Kollege sammelt voll viel Leder. Den kann ich hier hinbauen. Leute, ich weiß, es klingt ein bisschen bescheuert, aber ich will gern diesen Strandstrich auch noch haben, okay? So. Die Entdeckungen schreiten weiter voran. Unsere Einnahmen, also halt Einnahmen im Sinne von ländlichen Besitztümern auch. Alles, alles. In dem Dümpel gibt es sicher auch Fisch, oder? Oh, oh, hallo. Hallo, Freunde. Also an Fisch wird es uns nicht mangeln. Was sammelst du denn gerade alles? Primär Hering. Ist es nur Hering da drin? Gut. Wir haben das Handelszentrum entdeckt. Die wollen erstmal, dass wir unser Gebiet fett erweitern. Und zwar auf 70.000. Dann sind die schon happy mit uns. Dann sind die schon, dann sagen die schon mal, Bruder, dann reden wir zumindest mal. Das ist doch gut. Okay. Ich habe das Gefühl, der Start ist besser als beim letzten Mal, aber ich habe auch das Gefühl, man hätte es schon wieder deutlich geschickter machen können. Wahrscheinlich müsste man auch einfach pragmatischer sein. Ich bin halt sehr dieses, ich will alles einnehmen, ich will, dass das komplette Gebiet mir gehört, ich gebe mich nicht da, also das könnte ich hier jetzt nicht dem Gegner überlassen oder irgendwie einfach so freilassen. Ich brauche das. Einfach für mich. So, Sammlerhütte ist am Start. Du sammelst fleißig im Meer, aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen. Das kriegst du hin. Soll ich erste Häuser mal in Auftrag geben? Einsmal, okay? Einsmal. Also unsere Siedlung wird hier hinkommen. Es wird eh spannend genug, weil es nicht sehr groß ist und auch hier drüben nicht so gut zu bebauen. Weil ich den Jäger halt dahin gebaut habe. Aber ist wurscht, darum können wir uns kümmern, wenn es soweit ist. Es ist jetzt erstmal nicht so relevant. Schneiderei kann gebaut werden. Das ist schon mal sehr geil. Die Steinmühle ist halt leider so ein kleiner Fail. Aber ich glaube, doch, ein bisschen Kalkstein bauen wir sogar schon ab. Weil irgendeiner von den Ottos da hochfällt. Und dann wollten wir hier eine Holzwerkstatt hinbauen. Sobald dieser eine Baum da drüben noch gefällt ist. Warum wachsen überall Bäume? Leute! Ey, die Himbeeren wachsen schneller, als man sie abbaut. Was ist das denn? Was ist das denn? Hier, kriegst mal Prio. Zack.
nächstes Haus direkt daneben hin. Erste Wohnhäuser stehen und dann baue ich hier drüben, jetzt nachdem der Baum gefällt ist, gleich die Holzwerkstatt, Freunde. Zack. Du machst erstmal das hier. Das kann ich mal anders auch wieder bauen. Gut. Ja, am wichtigsten sind die Zahnräder, dann können wir alles fertigstellen. Ja, wie war das mit den Häusern? Ich glaube, immer drei nebeneinander sollte gehen, oder? Machen wir mal so. Machen wir mal drei. Gildenhaus brauchen wir. Was ist das denn hier? Ach, das hat Prio bekommen, ja. Okay. Gut, Freunde, für heute war es das mit Pioneers of Begonia. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung dieses Levels. Wir sind besser reingestartet, trotzdem haben wir noch so unsere Problemchen. Ich freue mich trotzdem aufs nächste Mal. Haut rein, euer Uli Let's Play. Ciao, ciao.